Ja, ich denke, so ein Gong, das ist wie in der Schule, der zeigt uns an, dass wir so langsam anfangen können. Liebe Teilnehmer der Konferenz Netzregeln, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem letzten kleinen Podium des heutigen Tages, wo wir das, was Sie vorhin im großen Raum gesehen haben, noch ein wenig in den Feierabend kuscheln werden. Es geht um Fragen von Anonymität, Privacy und digitaler Intimität. Das war der große Gong. Das war der große Gong. Da hinten ist das dritte Mikro. Da hinten noch das dritte Mikro. Ach so, das ist das Bürgermikro. ich möchte Ihnen kurz umreißen, wer die beiden Panel-Teilnehmer sind, bevor ich dann noch mal kurz auf das Thema eingehe. Auf der einen Seite haben wir Rena Tangens. Sie ist vom Föbot, Datenschützerin der ersten Stunde. Warum spreche ich das Englisch aus? Das habe ich eigentlich immer schon getan. Auch Mitglied in der Jury für den Big Brother Award. Den Big Brother Award haben dieses Jahr übrigens unter anderem Apple bekommen für die 117 iPhone-Seiten lange Datenschutzbestimmung für das iPhone. Und auch Facebook hat den Big Brother Award dieses Jahr bekommen. Da werden wir vielleicht noch über den einen oder anderen Button zu sprechen haben. Auf der anderen Seite Michael Seemann. Von Michael Seemann habe ich so eine Bio im Netz gesucht, die ich interessanterweise nicht gefunden habe. Hinter deinen Blogs habe ich einige. Das nicht. Ja, gibt einige. Ich auf meinem Blog, ja. Okay, auch das Facebook-Profil und das Google-Plus-Profil waren relativ datensparsam gehalten. Also man konnte nur erfahren, dass du Blogger bist, eine recht gute Ausbildung hast. So stand das da. Und Seiten wie twitkrit.de und MSPro und so weiter betreibst. Ich denke, der ein oder andere wird den ein oder anderen Text von dir zum Thema Kontrollverlust gelesen haben. Gerade heute auch zum Thema der Konferenz gab es eine kleine Explosion von Umfrageveröffentlichungen. So ist es zum Beispiel so, passt auch sehr gut zu unserem Thema, dass nach einer Umfrage, die Bitkom heute extra veröffentlicht hat zu dieser Konferenz, dass über 60% der Bundesbürger gegen mehr Online-Überwachung und Vorratsdatenspeicherung sind. Gleichzeitig aber 3/4 der Nutzer ein stärkeres Eingreifen des Staates bei der Strafverfolgung im Internet fordern. Und das widerspricht sich nicht, aber das sind sozusagen die beiden dass das nicht widerspricht, darüber werden wir dann gleich noch sprechen. Und selbst das Allensbach-Institut hat also sozusagen herausgefunden, dass 66% der befragten Bundesbürger eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung eben nicht wollen, sondern eine auf Verdachtsfälle begrenzte Protokollierung von Verbindungsdaten. Man sieht daran auch, wie breit inzwischen diese Themen diskutiert werden. Und ich will aber trotzdem mal anfangen mit einem relativ aktuellen Anlass. Es gab die Diskussion um Anonymität auf Google+, die ja erstmal sozusagen auf Google+ geführt wurde, weil auf Google+ wird ja vor allen Dingen über Google+ geredet. Und dann ist daraus tatsächlich ein öffentlicher Brief geworden, den auch Michael Seemann unterschrieben hat. Und vielleicht magst du als Einstieg einmal sagen, warum das Thema deiner Meinung nach in so einem öffentlichen Brief abgehandelt werden sollte und warum du ihn unterschrieben hast. Das scheint zunächst einmal so auszusehen, als ob das eigentlich gegen meine Position steht. Ich habe mich eigentlich immer dafür eingesetzt, einen besonders freizügigen Umgang mit Daten und tatsächlich auch sozusagen ein bisschen weniger Angst um die eigenen Daten im Internet zu haben und diese Diskussion ein bisschen,
ich von meiner Warte aus zu versachlichen. Auf der anderen Seite bin ich dann durchaus einer der Aktivisten gewesen, die relativ früh für die Pseudonymmöglichkeit in sozialen Netzwerken aktiv war und auch bis heute unter dem Namen MS Pro Dings in diesem Netzwerk unterwegs bin, aus Protest, tatsächlich nicht aus tatsächlichen Anonymitätserwägungen. Aber tatsächlich sind diese Positionen gar nicht so unvereinbar, denn wenn ich auf eine Freizügigkeit im Umgang mit Daten plädiere, dann tue ich das auch mit einer Freizügigkeit im Umgang mit Identität. Ich glaube, dass wir im Internet eine ganze Menge Freiheiten dazu gewonnen haben, die wir im analogen Raum nicht hatten. Das ist unter anderem durchaus der direkte Zugang eines jeden Menschen zur Öffentlichkeit. Das ist aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, sich identitär in verschiedenen Weisen und neu zu definieren und dort eine gewisse Freizügigkeit herzustellen. Und diese Freiheiten halte ich beide für extrem wichtig und extrem erhaltenswert. Und deswegen kämpfe ich auf beiden Linien durchaus. Also insofern, das ist so mein Beweggrund gewesen, auch für Pseudonymität, die Möglichkeit der Pseudonymität zu kämpfen. Wie steht der Fürbot dazu? Na, das sollte klar sein. Also der Fürbot betreibt zum Beispiel einen Anonymisierungsserver, einen Tor-Server, mit dem man unbeobachtet surfen kann im Internet. Wir betreiben auch einen zensurfreien DNS-Server und es ist völlig klar, dass man sich unbeobachtet bewegen können muss und dass ein Mensch auch einfach Dinge ausprobieren können muss und erstmal ins Unreine denken. Und dazu ist es gut, etwas ausprobieren zu können und damit zum Beispiel eben nicht gleich die Identität preiszugeben. Denn es gibt interessierte Stellen von vielfältiger Seite, die solche Daten ansonsten auswerten und in ihrem Sinne verwenden. Und das ist nicht immer in unserem. Nun ist ja trotzdem spannend zu sehen, dass sozusagen hier jetzt auch von dir, der ursprünglich mal gesagt hat, also von MS Pro gibt es zum Beispiel das Zitat, es ist schwer, noch eine von einer selbstbestimmten Grenze zwischen öffentlich und nicht öffentlich zu sprechen. Also sozusagen, und dann könnte man ja auch noch analog sagen, es ist schwer, eine Grenze herzustellen zwischen Situationen, wo ich noch sozusagen über meine Daten verfüge oder nicht mehr verfüge, oder? Ja, also da finde ich halt die gesamte Terminologie ein bisschen schwierig. Also über Daten zu verfügen, das ist, ich finde diese Vorstellung, die dann auch ein bisschen durch diesen Begriff der informationellen Selbstbestimmung hergestellt wird, oder diese Vorstellung, dass ich über Daten verfügen könnte, die halte ich so grundsätzlich erstmal für missverständlich. Denn wenn ich halt irgendwie Daten irgendwo online unterwegs habe, öffentlich zur Verfügung stelle, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, jedenfalls keine sinnvolle mehr, die irgendwie wieder zurückzuholen. Dann verfüge ich nicht mehr in diesem Sinne darüber. Und dann ist halt die Frage, ich glaube nicht, dass das überhaupt erstrebenswert ist, über die Daten zu verfügen. Ich glaube, Daten werden dann wertvoll, wenn möglichst viele Leute darauf Zugriff haben und nicht, wenn ich den Zugriff darauf beschränke. Also dass es keine hundertprozentige Sicherheit dabei gibt, zwischen öffentlich und privat zu unterscheiden und die eigenen Daten nur gezielt den, oder sagen wir mal, die Informationen über mich als Mensch, darum geht es ja, es geht nicht um Daten immer. Also welche Details über mich selbst möchte ich mit welchen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen oder Kumpels vom Sportplatz teilen? Das mache ich im Real Life die ganze Zeit. Und nur dadurch, dass es durch die Digitalisierung ein wenig schwerer wird, heißt das noch lange nicht, dass wir das dann gleich alles fahren lassen sollten. Und nur weil eine Sache schwer ist, sollten wir sie nicht gleich aufgeben. Das finde ich sehr wichtig, und ich finde sehr wichtig, von dem Schwarz-Weiß-Denken von privat ist auf der einen Seite, das ist auch so die kuschelige Privatsphäre zu Hause, my home is my castle, und auf der anderen Seite, alles, was ich irgendwo mal in der Öffentlichkeit gesagt habe, ist danach öffentlich für alle und muss jederzeit verfügbar und so weiter sein.
Das ist eine sehr starke Vereinfachung, die einfach so auch nicht passt. Auch wenn ich in der Öffentlichkeit unterwegs bin, zum Beispiel in einem Café mit Freunden zusammensitze und ich erzähle jemandem etwas, dann können Leute vom Nebentisch durchaus mal einen Satz aufschnappen, aber es steht davon ja noch nicht allgemein zur Verfügung. Und genauso, wenn ich durch die Fußgängerzone gehe, erwarte ich auch, dass nicht jede Bewegung von mir aufgezeichnet wird in einem Rechtsstaat, denn ich kann mich hier frei bewegen und es gibt keinen Grund dafür, das aufzuzeichnen. Und deswegen kämpfen wir auch nicht für Datenschutz, denn es geht nicht darum, Daten zu schützen. Wir wollen, dass die Daten gar nicht erst anfallen. Es geht um Persönlichkeitsrechte von Menschen. Und es geht auch nicht um das Eigentum an Daten, sondern um Menschenrechte. Da stellt sich jetzt genau die Frage, wie man sozusagen diesen Zustand herstellt, dass die Leute sich genauso wohlfühlen wie in einem Café sozusagen. Oder also das wäre dann das, was man sozusagen als digitale Intimität so ein bisschen verstehen könnte, oder? Nee? Nein, achso. Also Intimität ist dann schon mal sehr Intimes, ne? Das ist so der innerste Bereich. Deswegen finde ich den Begriff völlig Banane. Also es geht einfach darum, dass ich bestimmten Leuten auf eine bestimmte Art begegne. Und das ist etwas, ich habe nicht nur ein Ich, wie Mark Zuckerberg von Facebook gesagt hat, sondern ich habe ganz verschiedene Facetten meiner Persönlichkeit und die teile ich mit verschiedenen Leuten. Und es wäre ziemlich unhöflich, wenn ich mich jetzt so verhalten würde wie auf dem Fußballplatz, wenn ich vielleicht mit der Familie zusammen bin oder mit Menschen, mit denen ich zusammen arbeite. Und diese Art von Verhalten, mit der wir uns auch mit unserer Umgebung in Beziehung setzen, das ist eine kulturelle Errungenschaft. Und das sollten wir auch ins Netz transportieren. Und nur weil das im Moment nicht gegeben ist und viele Sachen eben dann doch irgendwo hinauskommen, heißt das ja noch nicht, dass wir nicht Möglichkeiten haben, daran zu arbeiten. Und zum Beispiel an Software und auch an Hardware Änderungen vornehmen, damit sie dieses ermöglicht. Ich denke, das Bedürfnis ist auf jeden Fall dafür da. Ja, also natürlich gibt es immer einen konservativen Kern im Menschen, der immer ganz gerne das behalten möchte, was er sozusagen aus seinem Leben kennt. Der Mensch ist strukturkonservativ, da braucht man sich nicht drüber unterhalten. Aber ich finde es dann doch relativ fantasielos zu glauben, dass man jetzt einfach sozusagen die Lebensmodelle, die wir jetzt gehabt haben, jetzt einfach eins zu eins in das Internet übertragen müssen und das Internet dann dementsprechend regulatorisch anpassen müssen, damit das irgendwie wieder in unser Weltbild reinpasst. Ich glaube, da sollten wir durchaus ein bisschen visionärer und ein bisschen freier denken und ein bisschen auch tatsächlich die Möglichkeiten des Ganzen ein bisschen dem eine Chance geben, wie die Dinge sich entfalten können. Und ich glaube, wir alle profitieren bereits schon von ganz, ganz vielen Möglichkeiten, dass sich Daten akkumulieren, dass Daten ausgewertet werden und Social Networks sind zum Beispiel ein Beispiel davon, eine viel, viel höhere Konnektivität, als wir es bisher erlebt haben, passiert jetzt dort. Und ich finde das erstmal eine begrüßenswerte Sache und das funktioniert nur, indem man tatsächlich auch Daten mehr oder weniger frei zur Verfügung stellt. Und da sind auch viele, viele andere Sachen denkbar. Es ist halt in der Medizin sind viele Dinge denkbar. Ich glaube, das Ganze wird auch sehr, sehr verändern, wie wir konsumieren. Und ich glaube, dass da auch eine ganze Menge neue Freiheitsgrade zum Beispiel drin stecken. Und wenn wir jetzt irgendwie zu sehr uns darauf beschränken, jetzt irgendwie unsere alte, bekannte Welt jetzt unbedingt in das Internet hineinprügeln zu wollen, dann werden wir viele von diesen Möglichkeiten einschränken, unnötigerweise. Ich finde es naiv anzunehmen, dass die Welt sich jetzt ändern würde, nur weil wir beschließen, unsere Daten noch offener zu machen. Wir haben einfach bestimmte Machtverhältnisse in dieser Gesellschaft, die bedeuten, dass Bürgerinnen und Bürger eine schwächere Position haben als der Staat, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine schwächere Position haben als Arbeitgeber. Und genauso betrifft das die Verbraucherinnen und Verbraucher gegenüber der Wirtschaft, wenn sie versuchen, als Einzelpersonen halt ihr Recht wahrzunehmen oder eine gleichwertige Position einzunehmen. Und mal angenommen, alle Daten wären jetzt offen, alle Informationen, Datenbanken haben generell die Tendenz,
Machtstrukturen zu verstärken, also bestehende Machtstrukturen weiter auszubauen. Das können wir sehr stark beobachten. Und an der Stelle würdest du die Macht immer weiter den Menschen geben, die Daten verarbeiten können, die mit den Daten was anfangen können, entweder weil sie irgendwas verkaufen wollen oder weil sie uns politisch manipulieren wollen oder überwachen und. Oder auch einfach Stalker, Leute, die einem Böses wollen, Leute, die vielleicht einem auf den Fersen bleiben wollen oder ins Haus einbrechen. Das sind die profanen Dinge aus der Kriminalität. Ich finde, die Dinge, die Meinung zu beeinflussen, die Manipulationsmöglichkeiten, die dadurch entstehen, Stimmung zu machen, die finde ich viel bedenklicher. Und deswegen denke ich, kann es nicht sein, erst alles offen zu machen und zu meinen, dadurch würden sich die Machtstrukturen ändern. Ich denke, wir müssen an die eigentlichen Sachen ran und an den Machtstrukturen arbeiten. Und unser Anliegen vom Föbot ist gerade, eine Art Waffengleichheit herzustellen. Und das tun wir nicht dadurch, indem wir als Bürgerinnen und Bürger dann auch noch weiter Rechte aufgeben. Ich denke, damit sind wir schon im Zentrum, dass sozusagen wir sozusagen eine Verschiebung von Macht haben. Wenn Macht und Datenbanken ganz eng zusammenhängen, dann müssen wir zunächst einmal feststellen, dass völlig neue Macht, Aggregation sozusagen an bestimmten Stellen gibt. Das ist einfach so. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ist das jetzt ein Kampf gegen Windmühlen? Denn wir alle geben ja ständig, also täglich mehr Daten ab. Es gibt, also jeder produziert heute so und so viel mehr Datenpunkte als noch vor 3 Jahren, als noch vor 10 Jahren, als noch vor 100 Jahren. Dementsprechend sind diese Daten da, sie sind in Datenbanken. Und zu glauben, man könne jetzt ist es realistisch anzunehmen, dass man durch Datenschutz hier Macht von Datenbankbesitzern tatsächlich relevant eingrenzen kann? Oder ist es nicht vielmehr so, dass durch diese Datenbank die Macht eigentlich immer mehr wächst? Man kann Technik ja zum Beispiel anders gestalten, dass sie Daten eben gar nicht erst sammelt. Also ein Tor-Server sammelt einfach gar keine Verbindungsdaten zu Webseiten. Damit fallen die nicht an. Man könnte auch die Telefonverbindung, also die Vermittlungsstellen, die digitalen, die hätte man auch ganz anders gestalten können. Im Moment speichern sie, anders als früher die Relais-Technik, halt tatsächlich jede gewählte Nummer mit, auch wenn ich gar keine Gebühren damit verursacht habe. Das hätte man anders machen können. Darauf haben wir schon damals hingewiesen. Man hätte die Verbindungsdaten nämlich dezentral bei dem Telefon sammeln können und nur wenn es Streitigkeiten über die Telefongebühren gibt, wird das Siegel von diesem Teil aufgemacht und dann kann man das vergleichen. Das wäre eine andere Technik gewesen und wir müssen einfach auch an der Stelle mal kreativ sein und darüber nachdenken, was wir tatsächlich gestalten können. Das kommt nicht einfach so über uns, das Digitale, sondern wir sind handelnde Personen und wir können auch was gestalten. Ja, also diesen Satz würde ich jetzt auch so pauschal nicht stehen lassen wollen, ehrlich gesagt, dass Datenbanken, überall wo Datenbanken sind, sich Macht sozusagen vergrößert oder das Machtstrukturen stärkt. Also wir haben zum Beispiel solche Datenbanken wie Facebook oder Twitter, die in anderen Regimen Macht extrem destabilisiert haben oder zumindest dabei eine große Rolle gespielt haben. Und das ist, glaube ich, das, was relativ extrem unterschätzt wird, ist, dass tatsächlich Privatsphäre oder sagen wir mal das, was wir oder Möglichkeiten, uns gegeneinander abzuschotten, auch da verhindert, uns miteinander zu verbinden. Das heißt also dort, wo, sag ich mal, ein Regime der Angst geherrscht hat in Tunesien oder in Ägypten, dort hat dann eben eine, sag ich mal, mehr Öffentlichkeit, mehr Transparenz befördernde Plattform wie Facebook dazu gesorgt, dass die Leute erkannt haben, oh, Moment mal, ich bin ja nicht der Einzige, der irgendwelche Dinge doof findet im Regime. Oh, ich bin ja nicht der Einzige, der irgendwie Mubarak weghaben will. Und tatsächlich sozusagen dadurch, dass, wenn man das mal ganz bildlich zu versprechen, dass diese Datenbank Facebook gab, in der die Leute sozusagen ihre private Meinung, die sie sich auf der Straße nicht getraut haben, öffentlich zu machen, halt dort in ihren Facebook-Stream eingestellt haben, haben die Leute erst gemerkt, okay, hier ist tatsächlich etwas im Gange. Hier ist tatsächlich Potenzial, dass man sozusagen in der Gemeinschaft nutzen kann. Ich glaube, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, tatsächlich durch Datenbank im Gegenteil Macht zu destabilisieren und wir sehen das auch tatsächlich in der Welt und wir müssen tatsächlich dort ansetzen und uns überlegen, welche Datenbanken wir noch dafür nutzen können, um Macht zu destabilisieren. Und ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende, sondern gerade erst am Anfang.
Aber genau daraus entsteht doch die Ambivalenz in Bezug auf Datenschutz, dass sozusagen diese Datenbanken einerseits vermachten, aber auch eben ermächtigen. Also auch ich selbst habe ja aus diesen Datenbanken möglicherweise in bestimmten Situationen erhebliche Vorteile, weswegen ich ja auch bereit bin, Daten abzugeben. Also gerade bei dem Beispiel jetzt mit den arabischen Staaten wäre ich sehr vorsichtig. Denn wenn Leute sich auf der Straße nicht trauen, da was zu sagen, dann in Twitter zu schreiben, ist extrem naiv. Und wir kennen Geschichten von Leuten, die aus dem Iran stammen und ihre Eltern dort besuchen wollten, auf dem Flughafen gleich abgefangen wurden und dann erstmal befragt wurden. Und zwar, ob sie im Ausland an Demonstrationen teilgenommen hätten, ob sie Leute kennen, die daran teilgenommen haben. Auf die Antwort Nein wurden dann halt Bilder gezeigt, wo die Person drauf war, wurde dann nach Freunden gefragt und wurde dann so unter Druck gesetzt, von wegen, hast du dich schon von deinen Eltern verabschiedet, dass die Person annehmen musste, dass sie hingerichtet wird. Und haben sie dann dazu gebracht, ihren Twitter-Account aufzumachen, haben den halt an den Rechner gesetzt und hat sich eingeloggt und danach lag halt alles offen, die Kommunikation mit anderen und dann wurden neue Fotos gezeigt. Kennst du diesen und jenen, der auf der Demonstration war und so weiter? Das ist ein extrem gefährliches Werkzeug, wenn man in einem diktatorischen Staat ist tatsächlich. Insofern kann man an der Stelle nur davor warnen. Die andere Sache ist, man kann da sehr enthusiastisch drüber sein, was da jetzt passiert ist, aber wir müssen auf der gleichen, also gleichzeitig überlegen, welche Macht gibt es Facebook als Firma? Es geht ja nicht nur darum, einzuschränken, welche anderen Leute direkten, offenen Zugriff auf die Daten habe, die ich da eingebe, auf die Informationen. Mir geht es eben auch nicht um den Personalchef, der jetzt Fotos sieht, wo jemand besoffen auf einer Party war. Das ist Pillepalle, sondern es geht um die Aggregation von Daten bei Facebook und die Rückschlüsse, die daraus gezogen werden können. Und die Macht, die wir an dieser Stelle einem Konzern übergeben, der sogar private Daten, also private Nachrichten, die Leute sich dort von Person zu Person schreiben, auswertet. Jetzt, um so einen Kram zu machen wie einen Happiness-Index, einen globalen Happiness-Index aufzustellen, das ist ja erstmal egal, ob Leute jetzt an Thanksgiving glücklicher sind als zu Weihnachten, aber die können damit natürlich auch noch ganz andere Dinge anstellen und diese Macht geben wir in dem Moment einer Firma, einem Konzern, der undurchsichtiger kaum sein könnte, in die Hand. Und deswegen finde ich es naiv anzunehmen, dass an der Stelle etwas offen, auf gleicher Ebene und so weiter wäre. Okay, jetzt aber die pragmatische Fortführung dann, die Empfehlung dann, wie mit Facebook umgehen? Ich glaube, wir sollten dezentrale Alternativen fördern. Also Facebook macht im Moment ein Quasi-Monopol aus und die anderen Netzwerke haben nicht mehr so viel Bedeutung, aber eben nicht, weil Facebook jetzt besser wäre, sondern weil alle dort sind und deswegen der soziale Druck entsteht, sich dort irgendwie auch zu registrieren. Ich denke, wenn es sich um ein Monopol handelt, dann braucht es Regulierung, dann muss dafür gesorgt werden, dass sich dieser Konzern auch an deutsches respektive europäisches Datenschutzrecht oder auch sonstiges Recht hält. Also ein Monopol braucht ganz klar Regulierung und die andere Alternative ist natürlich, einen echten Markt zu schaffen, indem wir Alternativen schaffen. Und daran muss programmiert werden und geforscht werden und wir müssen über andere Geschäftsmodelle nachdenken, denn gratis, also ein pseudo-gratis Angebot, wo ich mit Daten bezahle, dafür brauchen wir Alternativen. Ja, also ich bin natürlich auch sofort dabei, das zu unterstützen, dass Leute dezentrale Alternativen entwickeln. Das finde ich gut, das finde ich schön. Ich habe leider bis jetzt noch nichts Tragbares gesehen, leider. Und halte das die Hoffnung darauf auch ein bisschen für schwierig. Also ich würde mir das durchaus wünschen, aber jedenfalls in absehbarer Zeit sehe ich da keine Alternative und solange finde ich das schon mal ganz gut, dass es so etwas wie Facebook gibt. Die zweite Sache ist,
Ich würde, glaube ich, dann vielleicht durchaus damit einhergehen, zum Beispiel Facebook dazu zu bringen, die Daten, die sie haben, halt für andere zugänglich zu machen durch eine API, und zwar komplett. Und das fände ich dann zum Beispiel schön, wenn dann tatsächlich sich andere Leute vielleicht auch tatsächlich mit dezentralen Netzwerken dort anschließen könnten, einfach weil sie über die Daten, über die API Daten austauschen können. Andererseits, dass vielleicht tatsächlich Forschungsunternehmen direkt rangehen könnten, diese Daten auswerten könnten und dann halt die Forschung voranbringen können. Also da steckt eine ganze Menge, sag ich mal, auch gesellschaftlicher Fortschritt drin, den man voranbringen kann. Und ich bin da absolut Renas Meinung, dass dass diese Monopolstellung, die Facebook dadurch erlangt, durchaus gebrochen werden soll. Ich glaube, wir ziehen da unterschiedliche Schlüsse aus der Monopolstellung. Also wir könnten vielleicht kurz sagen, wenn wir die Daten dann noch von da aus alle freigeben, das ist großartig. Also weil dann kann Facebook seine Datenschutzbestimmungen, die im Moment mehr Worte als die amerikanische Verfassung ausmachen und ebenso kompliziert ist, um die wahren Inhalte darin zu verstecken, die könnten sie dann ja auf null reduzieren, wenn eh alles offen ist. Aber das ist nicht der erstrebenswerte Zustand, ehrlich. Vielleicht könnten wir uns kurz darauf einigen, dass Facebook sozusagen dominanter Player in dem Markt ist, aber Monopol würde sich ja zumindest ökonomisch betrachtet dadurch kennzeichnen, dass es nur einen Anbieter gibt, was ja natürlich so nicht der Fall ist. Ein nennen wir es quasi Monopol. Dennoch scheint doch aber, wenn wir nochmal auf ein bisschen auf die Ambivalenz, die in Umfragen rausgekommen ist, also, und das steht ja auch in der Ankündigung, also das Bedürfnis nach Datenschutz steigt und ist enorm, weil man einfach merkt, man selbst gibt immer mehr ab, man hat einen totalen Kontrollverlust, was da überhaupt passiert. Ich kann auch 119 iPhone-Seiten Datenschutzerklärung nicht lesen. Gleichzeitig ist aber so, man will diese Dinge nutzen, man will ja sozusagen Technik auch nicht auf einen Stand zurückstutzen, wie es einmal war. Und ich glaube, da letztendlich brauchen wir doch eine neue Kultur des Umgangs mit diesen Datenambivalenzen, oder? Ja, ich finde, wir sollten Apple Kultur beibringen, ja. Wie? Ja, ich meine, diese 119 Seiten oder wie viel es sind, das ist halt darauf angelegt, Menschen zu verwirren und sie zu übervorteilen und zu sagen, an der Stelle sind wir doch alle mündige Verbraucher. Mündige Verbraucher werden immer dann herzitiert, wenn man sie über den Tisch ziehen will. Und da werden halt mehr Sachen gemacht, als uns klar ist in dem Moment. Natürlich möchte man gerne einen Teil haben, was einem sagt, wo jetzt gerade der nächste Briefkasten oder die nächste Party läuft oder was weiß ich was oder wann der nächste Zug fährt. Klar, Logo. Will ich auch haben. Aber ich möchte das bitte haben als fairen Deal und ich möchte nicht von Firmen dabei über den Tisch gezogen werden. Und im Moment ist der Deal nicht fair. Also wir müssen nachverhandeln. Ja. Wie beim Facebook-Button zum Beispiel. Ja, finde ich total cool. Die Aktion von Thilo Weichert. Ich finde zumindest die Zwei-Klick-Lösung, die dann entstanden ist, sehr spannend. Was sagst du dazu? Ja, also die Zwei-Klick-Lösung, ja, fand ich auch eigentlich ganz nette Lösung von heise.de, wird natürlich dazu führen, dass wenn man sozusagen eine Webseite hat, die den sozusagen normalen Facebook-Button implementiert und nur einen Klick erfordert und den Webseite mit den zwei Klicks daneben stellt, dann wird die andere tendenziell mehr Likes erreichen und damit halt auch eine größere Reichweite erzielen, was natürlich ein Wettbewerbsnachteil ist für die entsprechende Seite, die eine Zwei-Klick-Seite macht. Also ich glaube, zwei Klicks sind dann auch zweimal nachdenken, ob man diesen zwei Klicks auch macht, und ein Klick ist eben einmal nachdenken. Und das reduziert tatsächlich auch die, sag ich mal, Interaktion, glaube ich, beträchtlich. Das unterschätzt man sehr schnell. Ich bin sehr für zweimal nachdenken. Eben, also da muss doch die digitale Bohem jetzt mal sagen, lieber zweimal klicken für den Datenschutz als einmal für die Reichweite. Nö, also ich finde die Argumentation alleine schon nicht nachvollziehbar. Ich sehe das Problem ehrlich gesagt nicht. Also ich sehe jedenfalls noch niemanden auf der Welt gesehen, der geschädigt worden ist dadurch, dass Facebook irgendwelche Clickstreams mitschneidet oder wie auch immer. Also ehrlich gesagt, ich würde da ganz gerne warten, bevor wir überhaupt irgendwie einen Fall haben, über den wir diskutieren könnten. Den iranischen Blogger, meint der Herr, glaube ich. Ich glaube, das hat mit den Clickstreams über Facebook-Like-Buttons nichts zu tun.
Naja, mit den Clickstreams legst du komplett offen, was du liest, und die Anklage wegen Terrorismus, ich meine, wer den Arte-Beitrag jetzt gerade gesehen hat über Freiheit und Sicherheit, was Leuten da passiert ist, die das Al-Qaida-Handbuch vom US-amerikanischen Justizministerium downgeloadet haben, weil sie in der Universität Nottingham, glaube ich, war das, in dem Fachbereich Antiterrorismusforschung tätig sind und dazu eine Doktorarbeit schreiben. Wenn Leute dann deshalb tatsächlich eingelocht werden, dann hat das schon ganz heftige Folgen. Und dass Verbindungen bei Facebook, wo sämtliche Daten, also auch die Daten von allen, die jetzt hier in Deutschland Facebook benutzen, auf Servern in den USA gespeichert werden und damit tatsächlich einfach im Zugriff liegen. Und wenn wir dann noch wissen, wer die drei Leute im Board sind von Facebook, da ist nämlich nicht nur der nette Sonnyboy Mark Zuckerberg, sondern da gibt es noch diverse Venture-Kapitalisten, also Risikokapitalgeber, und zwei von denen haben recht deutliche Verbindungen zur CIA, also zu dieser Firma InQtel, also Intel für Intelligence, also Geheimdienst, und Q wie der geniale Erfinder bei James Bond. Und die Firma kann man auf der Webseite offen nachlesen. Das ist die Risikokapitalgeberfirma, die neue Entwicklung neuer Technologien fördert, die für Geheimdienste interessant sein könnten. Und ja, verdammt, ja, das ist sehr interessant. Also man kann sich ziemlich viel Recherche ersparen und Kosten sparen, wenn Leute die Sachen dort freiwillig eingeben. Insofern denke ich, bei Facebook geht tatsächlich die Sache, das liegt auf den Servern in den USA, da könnte theoretisch der CIA drauf gucken, darüber geht's weit hinaus. Also ich glaube, da braucht man jetzt nicht irgendwelche Verbindungen zu irgendwelchen Leuten her spekulieren oder recherchieren. Natürlich haben die Zugriff darauf. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Und zwar, wie alle staatlichen Stellen Zugriff haben auf die Datenbanken, und das ist hier auch nicht anders. Also mir ist es lieber, dass meine Daten in Amerika auf den Servern liegen als hier, weil die Strafverfolgung eher mich hier einsperren wird als in Amerika. Und deswegen, das Argument lasse ich echt nicht gelten. Okay, sorry für die armen arabischen Leute, die darüber nicht nachgedacht haben. Aber zumindest wissen wir jetzt, dass Facebook zum Beispiel angibt, keine anonymisierten Profile anzulegen über diese Like-Buttons. Eine Sache, auf die ich noch gar nicht gekommen bin, aber das kann ja passieren. Und deswegen fand ich es eigentlich auch gut und richtig, dass die Diskussion auf diese Art und Weise möglicherweise angestoßen wurde. Wer Fragen hat, der kann die gerne stellen. Wir haben noch gut 20 Minuten. Man kann auch, wer das im Stream schaut, das mit dem Tag Böll, Hashtag Böll machen. Hier, Analyst kommentiert das schon mal, das nehme ich doch noch gleich mal auf. gut. Das heißt also, letztendlich ist die Position schon, also ohne deutlich mehr Regulierung werden wir hier nicht vorankommen. Bei den sozialen Netzwerken. Und zweimal nachdenken, ja. Also mir ist wichtig, nicht nur auf den Aspekt von, da könnte der CIA drauf gucken oder Überwachung oder so, sondern auch, was macht das eigentlich mit uns? Denn es gibt zwei Möglichkeiten. Wir sind naiv und wissen nicht, dass sowas passieren kann, dass diese Dinge von anderen eingesehen werden können, zum Teil auch viele, viele Jahre später, bloß weil sich irgendwelche Datenschutzbestimmungen mal eben nachträglich geändert haben. Wenn Leute das nicht wissen, dann werden sie zur Manövriermasse von anderen. Wenn Leute sich dagegen dieser Überwachung und diesen Gefahren bewusst sind, dann werden sie ihr Verhalten ändern. Und das finde ich das eigentlich Tragische, denn ich finde die Art von Castingshow, die letzten Endes über Facebook läuft, wenn Leuten klar ist, dass diese Sachen weitergehen, das ist nicht das wahre Ich. Und auch wenn man versucht, den Eindruck zu erwecken, sondern das ist das Facebook-Ich. Was datenintensiv rübergebracht werden muss. Ja.
Naja, also ich als alter Poststrukturalist, sage ich mal, ja, halte natürlich so eine das reale Ich und das gespielte Ich für so eine leichte, sage ich mal, überholte Metaphysik. Aber davon abgesehen, frage ich mich dann halt auch tatsächlich gerade die Leute, die man jetzt versucht, mit seinem Datenschutzdiskurs zu erreichen, die dann eben sozusagen diese Angst vor den bösen Datenfressern eingeimpft kriegen, das sind dann ja auch die, die dann eben entsprechend ihr Verhalten durchaus ändern, da gebe ich ja durchaus zu, ob das jetzt das reale Ich oder das weniger reale Ich ist, das will ich jetzt mal dahingestellt wissen, aber natürlich gibt es da diese Verhaltensänderung und dann frage ich mich halt, ob nicht tatsächlich dieser Angstdiskurs, der da geführt wird, nicht eigentlich das eigentliche sozusagen die eigentliche Macht ist, die zu dieser Verhaltensänderung führt und die tatsächlichen, weil wenn man sich tatsächlich das einfach mal rational durchdenkt, was hat denn jetzt Facebook jetzt eigentlich für eine große Macht über mich, weil sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, meine Clickstreams mitlesen, dann kommt man relativ schnell ins Schwimmen und findet eigentlich gar keinerlei Ansatzpunkt. Also gerade noch mal direkt darauf antworten. Ich wiederhole das nochmal, die Schlüsselwörter waren Angstdiskurs und die haben keine reale Macht. Am Anfang hast du aber noch gesagt, von wegen ein Ich oder so etwas reale Ich. Nein, ich habe ja gerade schon gesagt, ich finde, dass Menschen verschiedene Ichs haben und an dieser Stelle wird halt nur das Facebook-Ich gepflegt. Und insofern erfolgt daraus nicht wahre Informationen oder was man sich an schönen Dingen dann vorstellen kann, mit denen die Welt besser werden. Angstdiskurs. Ich würde es Aufklärung nennen. Und ich finde es spannend, dass an dieser Stelle die Datenschutz- und Bürgerrechtsbewegung plötzlich so eine Hegemonialmacht zugestanden wird. Und das erinnert mich verdammt an das, was bei der Umweltschutzbewegung so gelaufen ist. Also der Umweltschutzbewegung hat man am Anfang auch erzählt, wenn ihr Fortschritt wollt, dann müsst ihr hinnehmen, dass es Umweltverschmutzung gibt, dass die Flüsse dreckig und die Luft verpestet ist. Ihr wollt doch nicht zurück auf die Bäume. Und Alternativen gibt's nicht, entweder oder. Und es hat sich gezeigt, dass es sehr wohl möglich ist, auch umweltfreundliche Technologien zu fördern und andere Wege zu gehen. Und dieser Diskurs fällt jetzt auch an. Und auch bei der Umweltschutzbewegung haben sich dann irgendwann die sogenannten Öko-Optimisten gefunden, die dann sagten, nein, alles ganz prima, es gibt kein Klimaproblem und Gentechnik-Schnitzel ist super und ich weiß nicht was noch alles. Und an der Stelle kann man natürlich damit Öffentlichkeit und Presse erreichen und man kann sich überlegen, wer sich darüber am meisten freut, dass Leute das möglicherweise sogar unbezahlt diese Meinung vertreten. Eine Frage an Herrn Seemann, in der meine Verwunderung etwas zum Ausdruck kommt, dass er sich darüber freut, dass seine Daten in Amerika, nicht in Europa liegen. Ist es nicht so, dass wir gerade am Fall Dominik Strauss-Kahn einen sehr unterschiedlichen Umgang mit der Veröffentlichung von sehr intimen Momenten erlebt haben und das in Amerika auch üblich ist, also sogenannte Pädophile mit Adresse, Wohnort und so weiter zur allgemeinen Beschimpfung ebenso freizugeben wie Ärzte, die Abtreibungen vornehmen? Es könnte mir auch durchaus eine Erweiterung des amerikanischen, Anführungsstrichen, Datenschutzes dadurch vorstellen, dass wer eine gewisse kritische Zahl von Klicks überschreitet, dann eben als Pädophiler eben zum Abschuss freigegeben wird. Ich glaube, solche Tendenzen können wir in Europa bisher noch nicht feststellen, gerade in den Datenschutzverhandlungen mit Europa, jetzt im Banksektor oder so, oder auch zum Listing. Also Sie können in Amerika leicht in eine No-Fly-List reinkommen, dann gibt es einfach keine Möglichkeiten mehr rauszukommen. Es gibt in Amerika den Begriff des Identity Theft, bei denen sie also teilweise Jahre kämpfen müssen. Da gibt es einzelne Fälle, das hat Hunderttausende von Euros gekostet, mit sehr starker Anwaltshilfe aus bestimmten schwarzen Listen, die die Banken dort pflegen. Dann können sie nichts mehr per Kreditkarte einkaufen und so weiter. Fühle ich mich eigentlich in Europa sehr wohl. Da habe ich ein wesentlich höheres Schutzniveau beobachten können, wenn ich das mal vergleiche. Ich habe in beiden Teilen mal gelebt. Naja, also
Also ich glaube, mit der No-Fly-Liste, das ist unter einer extrem großen Mitarbeiter der Europäischen Union. Deswegen brauche ich mir da, glaube ich, keine extra Sorgen machen. Das ist schon hier, wird das entsprechend mitgetragen. Die zweite Sache zu Dominik Strauß-Kahn, da würde ich halt tatsächlich Herrn Kachelmann einfach mal bitten, da sozusagen seine Gegenstellungnahme zu machen. Ich glaube, der hat kein bisschen weniger gelitten. Also dass es halt dort irgendwelche Praktiken gibt, die ein bisschen krasser sind oder beziehungsweise wo weniger Datenschutzgesetze existieren, das mag sein. Aber wenn ich mir tatsächlich, das Einzige, worüber ich mir tatsächlich wirklich Sorgen mache, was Daten angeht, ist tatsächlich, dass zum Beispiel der Staat ankommt und diese Daten irgendwie versucht, gegen mich zu interpretieren und mich entsprechend zu drangsalieren. Und da sehe ich dann einfach eine weitaus weniger große Möglichkeit, dass das der amerikanische Staat tut, als dass das der deutsche Staat tut. Insofern unterm Strich, klar, es gibt natürlich Nachteile, aber unterm Strich ist es mir tatsächlich lieber, dass sie in Amerika sind, ja klar. Und die Gefahr, dass dich Leute drangsalieren, die zu einem Konzern gehören, die Gefahr hast du noch nie gesehen. Also Google hat keine Gefängnisse. Also ich muss sagen, ich habe einen Big Brother Award persönlich zugestellt, und zwar an die Bayer AG, bei deren Aktionärsversammlung. Ich habe noch nie einen Vortrag in so unfreundlicher Atmosphäre gehalten wie dort. Ich hatte Aktien dafür übertragen bekommen und durfte als Aktionärin dort sprechen und Fragen an den Vorstand stellen. Es ging um die Pinkelprobe bei Auszubildenden, die zur Disziplinierung der Belegschaft letzten Endes genutzt wird. Als ich zum Rednerpult ging, hat man 10 schwarz gekleidete Security-Leute aufgestellt. Die standen spalier auf meinem Weg zum Rednerpult. Und es ist alles okay gewesen, eine Journalistin ist rausgetragen worden, die ein Foto von mir am Rednerpult gemacht hat, weil Bayer hat dort Hausrecht und so weiter. Alles gut gelaufen und so. Als ich aus dieser Messehalle in Köln raus war, da hatte ich wirklich so einen kleinen Moment, wo ich gezittert habe und gedacht habe, verdammt, bin ich froh, in Deutschland zu leben und nicht in Lateinamerika. Ich weiß nicht, ob ich es überleben würde. Ganz ernsthaft. Super Story, aber ich frage jetzt mich, was das mit unserer Debatte zu tun hat. Naja, deine Angst vor, der Staat könnte irgendwas ausnutzen, scheint vorhanden zu sein, zumindest ansatzweise. Die Angst, dass ein Konzern, der Zugriff auf die Daten hat, damit etwas anfangen könnte, scheint weniger ausgeprägt. Darauf wollte ich hinaus. Ich hätte noch eine Frage, wenn ich das richtig sehe. Meine Frage geht im Grunde in eine ähnliche Richtung. Mich hätte interessiert, ob du deine laxen Datenschutz, möchte ich es mal nennen, Standards für das Internet auch in der realen Welt so siehst, und falls nein, wo du die Linie dazwischen ziehst, was der Unterschied ist. Also bist du auch für Überwachung in der realen Welt? Ist es da genauso egal? Und wenn nein, warum nicht? Also ich sag mal so, was heißt, ich bin für Überwachung, also das bin ich sowieso nicht, ja. Ich bin nicht für Überwachung, auf keinen Fall. Grundsätzlich vor allem nicht dann, wenn irgendwie irgendwelche staatlichen Stellen versuchen, irgendwie die Bevölkerung dadurch zu kontrollieren. Was dann am Ende dabei rauskommt, das hat man in England gesehen, wenn man halt tatsächlich sozusagen, anstatt die sozialen Probleme anzugehen, halt einfach sozusagen versucht, eine Komplettüberwachung zu machen, dann drückt man einfach nur sozusagen diesen Kessel, diesen Dings da drauf, bis das Ding explodiert. Davon halte ich relativ wenig. Allerdings müssen wir natürlich tatsächlich damit leben, dass ein wirklich Großteil von uns halt alle mit Smartphones herumlaufen. Das sind alles mittlerweile hochauflösende Kameras, die eine direkte Zuführung zum Internet haben. Es gibt Leute, das sehe ich jetzt in letzter Zeit immer häufiger, irgendwelche Fahrradfahrer, die halt tatsächlich so Kameras an ihren Helmen haben und ihre Touren da sozusagen mitschneiden irgendwie. Zu Dokumentationszwecken. Es gibt viele Leute, die ihren Lebenslauf protokollieren und so weiter und so fort, wo man dann sozusagen auch mal wieder in Berührung mitkommen kann. Das heißt also, natürlich gibt es sozusagen eine
Trend dahin, dass auch in der öffentlichen Sphäre eine Großzahl an Daten erhoben wird und dass halt überall ja, man sich nicht sicher sein kann, wenn man über die Straße geht, ob man nicht auf dem Foto drauf ist. Und natürlich gibt es auch entsprechende Algorithmen, die immer stärker werden, die zum Beispiel Gesichtererkennung machen, die vielleicht irgendwann so weit führen, dass ja, die Anonymität im öffentlichen Raum nicht mehr so gewährleistet ist, wie uns wie wir es gewohnt sind. Ich glaube tatsächlich ja, wenn das die Frage, wenn du darauf hinaus wollen würdest, ich glaube, damit müssen wir leben, ja. Und ich glaube tatsächlich, auch dort stecken eine ganze Menge neue Potenziale für neue Freiheiten und für neue Möglichkeiten, wie wir zum Beispiel Wirtschaft organisieren, wie wir zum Beispiel ja, alles Mögliche des sozialen Zusammenlebens organisieren. Und das müssen wir also auf uns zukommen lassen und schauen. Das wird bestimmt auch noch viele Debatten geben, wo der Föbot dann bestimmt wieder eine ganz andere Position hat als ich. Vielleicht kannst du das noch einmal abgrenzen. Ja, also die unterschiedliche Position ist ja deutlich geworden. Du hast gesagt, damit müssen wir leben. Ja, und da sind Potenziale für Freiheit. Ja, aber es gibt ja auch sozusagen, was du ja auch nicht abstreitest, es gibt ja sozusagen nicht hinnehmbare Vermachtungstendenzen und Verarbeitungsprobleme. Ja, also für mich stellt sich ja die Frage, auch vielleicht dann zum Abschluss, ja, womit müssen wir leben? Also wo ist für dich dessen, was man noch akzeptieren muss, und wo ist der Moment, wo du auch hier rüber schielen würdest und sagen würdest, ja, okay, Zwei-Klick-Lösung beim Facebook-Button ist es noch nicht, das wäre jetzt nicht so, aber wo ist für dich da der Punkt, wo du sagen würdest, da tendierst du hier rüber, weil du ja an sich sagst, damit müssen wir leben? Ich habe zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, die Petition gegen die Vorratsdatenspeicherung unterschrieben. Nicht, weil ich tatsächlich an die Zukunft der Anonymität im Internet glaube, sondern tatsächlich, weil ich glaube, dass es ein dass es gut ist, sich gegenüber sozusagen dieser Übermacht des Staates zu erwehren, der tatsächlich diese Daten durchaus auch nachweislich gegen Leute, gegen Individuen benutzt und benutzen will. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich dann sozusagen auf dieser Datenschutzseite dann durchaus es durchaus als ein, ja, ich sag immer, ein notwendiges Rückzugsgefecht halte. Ja. Damit müssen wir leben. Nee, wir müssen nicht damit leben. Also den Spruch Widerstand ist zwecklos würde ich eben nicht unterschreiben. Ich glaube, dass wir Möglichkeiten haben, dass wir was erreichen können. Also im 99, 2000 hat sich kein Schwein für Datenschutz interessiert. Da war das gerade alles egal, weil Internet bunt und toll. Und anno 99, glaube ich, war das, wo Scott McNeely von Sun Microsystems sagte, you've got no privacy anyway, so get over it. Also ist nichts mit Privatsphäre, also vergiss es einfach. Das war 99 und 2004 hat Sun Microsystems einen Newsletter an seine IT-Entwickler und Kunden rumgeschickt. Der Tenor war, IT ohne Privacy wird sich in Zukunft nicht mehr verkaufen lassen. Kluge Firmen bauen vor und bauen das in ihre Software ein. Fragen Sie die Experten von Sun Microsystems. Ich finde, das ist eine elegante 180-Grad-Wendung. Und ich denke, dass die Bewegung für Datenschutz und Bürgerrechte da durchaus ein Wort mitzureden hat. Insofern sollten wir das auch als Empowerment begreifen, dass wir da etwas tun können. Und wir sollten die Gelegenheit wahrnehmen. Abschlussworte sagen? Achso, erstmal, ich habe noch danach kurz. Ach, du hast was zu sagen. Okay, also ich dachte, jetzt kommt noch eine Frage oder ich dachte, das war der Gong zum noch 10 Minuten oder nee, noch 5 Minuten. Ich würde jetzt zu gerne, ich habe noch eine spannende Frage, die ich vielleicht auch noch kurz stellen würde, über Twitter gekommen ist. Es gibt ja auch eine breite Diskussion die uns alle betrifft, zum Thema Cookies. Ja? Also sind Cookies notwendig? Wie ist der Umgang mit Cookies und so weiter und so fort? Habt ihr da eine Position in der Debatte, wo ihr sagt,
Ach Gott, jetzt mit einzelnen Also auch da gibt's halt einfach Dinge, die nicht einleuchten. Ja. Also warum muss es einen persistenten Cookie geben, wo ein Session-Cookie ausreichen würde oder so? Und das ist die Undurchsichtigkeit der Maßnahmen, wie bei den 119 Seiten Datenschutzbestimmung bei Apple. Also wo erstmal genommen wird, was man kriegen kann. Also wo die Struktur, die Technik gierig ist und erstmal alles haben will. Also auch Admins sind das tendenziell. Die wollen alles sehen, alles aufbewahren und immer nachgucken können. Aber das müssen wir gar nicht. Und diese Art von Kontrollverlust von Seiten der Technik und den Admins zum Beispiel fände ich durchaus erstrebenswert. Keine expliziten Einzelheiten zu Cookies, aber ich beschäftige mich auch nicht mit den einzelnen Verwaltungsvorschriften von Datenschutzgesetzen, sondern mir geht es ums große Ganze und eine liebenswerte Welt im digitalen Zeitalter. Ja, da haben wir einiges heute zu erfahren darüber, dass wir sozusagen per Handy ja jetzt alle sozusagen Opfer massenhafter Datenverarbeitung sind und uns einfach nur fragen müssen, wo schreiten wir ein und wo sind auch einfach Dinge, wo wir einfach sagen müssen, ganz digital bohem-mäßig, damit muss man einfach dann auch mal leben können und sei es, dass es nur einmal einen Klick bedeutet, um bei Facebook sich zu äußern. Und möglicherweise ist es doch schön, wenn wir da noch ein nationales Recht haben und bestimmte Daten auf unseren Servern wissen, bevor die Daten in anderen Ländern unter merkwürdigen anderen Kulturen verwaltet werden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Diskussion. Das Ganze war auch ein wenig heute, also für die Teilnahme an der Diskussion und das Zuhören. Ich möchte Sie noch einladen zur netzpolitischen Soiree heute Abend, wo eine unserer beiden Panel-Teilnehmerinnen nämlich dann sozusagen nach diesem kleinen Warm-up sich noch mit dem BKA und Herrn Schaar auseinandersetzen wird. Das wird heute dann um 8 Uhr der Fall sein. Ich glaube, jetzt gibt es noch einen kleinen Imbiss. Und ja, vielleicht dann bis später.